Ich starte jetzt einfach die nächste Folge, weil ich nicht pinkeln muss. Klimakleber kommen gar nicht auf die Autobahn. Dafür habe ich Anti-Klimakleber-Banden. Frag nicht, wie sie funktionieren. Oh, jetzt sagst du, jetzt, weißt du, gerade sage ich, ich muss nicht pinkeln und schon sagt einer, trink doch mal ein bisschen mehr. So, Überspannleitung auf Unterspannleitung umwandeln. Gibt es eigentlich noch eine Exportleitung? Ne, nur eine. Machen wir eben die Verbindungen. Wobei das mit dem Kreisberg ja gar nicht so schlecht wäre. Den kann ich ja auch zweckentfremden, dass der immer noch an die Farm kommt. Weiß ihr wollt alle, dass ich jede Autobahnauffahrt selbst designe. Aber nee, du lass mal. Das bringt mich um. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation. Ah, ich hoffe, dass mit den Zügen dem Teil besser funktioniert und dass sie sich nicht beim Rausfahren aufstauen. Ja, da kommen wir noch hin. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia. Mm-hmm. Land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. Local stargazers are in for a real treat tonight, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere. Das kann man es wenigstens weiterlaufen lassen, weil sie werden ja nicht also keiner wird ja angehalten, sondern sie können immer noch geradeaus durchfahren. Kreisverkehr an beiden Seiten. Da müsste ich diesen Kreisverkehr ja perfekt kopieren. Da bin ich eigentlich gar kein Fan von gerade. Wo wollt ihr alle denn hin? Verkehrsaufkommen, 250 Fahrzeuge. Um 18 Uhr ist hier gut was los, wenn sie alle nach Hause fahren wollen. Wobei es gibt ja auch hier solche Kreisverkehre. Kannst du kleine Inseln machen oder große Inseln.
Öffentliche Verkehrsmittel, was ist das? Ich versuche gerade hier doch mein Farmland zu erschließen. Das gute alte Gemüsefeld. Ein Bus, vier Räder. Hallo? Ja, aber du weißt doch, Proof, wenn du da Inseln machst, dann musst du auch Kunst draufsetzen. Dann gibt es wieder Ärger mit dem Bund und den Steuerzahler. Nein, das ist ja immer das Beste. In Frankreich Kreisverkehr, die Mitte wird freigelassen, damit man gute Sicht auf den Verkehr hat. Und hier bauen die irgendwelche Geysire drauf und ne 5 Meter hohe Hecken, damit du eigentlich keinen Vorteil hast als Autofahrer vom Kreisverkehr. Hauptsache da ist halt ne ist halt schön rund. Ach, die sind nicht... Betrug! Der Abstand zwischen denen ist nicht gut. Ach, der ist 0,5 bestimmt, ne? Ja, das passt. Was stimmt mit mir nicht? Ah! Ja, doch eins Unterschied. Ich habe nur die falsche Straße ausgewählt. Sehr schön, bedeutendes Städtchen. Jetzt können wir auch Öl abbauen. Ach ja, das war ja genau da im Weg. Dann lass uns das doch nochmal noch ein bisschen anders machen. Dann kommen wir auf der anderen Seite hier hoch.
Was habe ich vor? Ich will das, das Ölvorkommen nicht zubauen. Das Öl muss fließen, mein Freund. Das Spice auch. Da fällt mir gerade ein. Habe ich das geträumt? Habe ich bestimmt geträumt. Ich habe nicht geträumt. Ein neues Dune-Spiel wurde angekündigt. Aber ein RTS? Das ist gerade so präsent in meinem Kopf, aber das ist nicht Realität, oder? Nee, Spice Wars ist es nicht. Also, dass ich weiß, also Spice Wars haben wir ja gespielt. Was ist denn daran eine ungültige Form? Ach so, wegen dem hier. Umsonst aufgeregt. Blüpp. Blüpp. Seht her. Wie ich die Rohstoffe ausbeute. Warum können wir dann eigenes Gas herstellen? Wir müssen dafür kein Getreide verbrauchen. Der Schnee richtig auf die Nerven. Ah, nee. Tut mir so leid, aber es ist eigentlich die angenehmste Anschlussstelle für mich erstmal. Man will es ja eh nochmal anpassen mit der Zeit. Weil hier hoch können wir dasselbe wieder machen. Wobei ich hier oben glaube, dass der... Ah doch. Nee. Unglaublich, das passt gar nicht. Aber hat vorhin auch jemand gemeint, ein Kästchen, immer eine Anschlussstelle. Schön wär's.
Umso länger man spielt, umso mehr Sachen vermisst man, die man hätte haben können. Wie zum Beispiel, warum gibt es keine Pinzette? Also was aufnehmen und dann einfach so copy-pasten können. Wegen DLC. Driving advisory has been issued for the immediate area. Nee, da hast du immer nur die Sachen. Danke, Sulzla, fürs Folgen. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid. Wie ist es mal in einem Film, wenn du gut in etwas bist, dann mach es nicht umsonst. We urge the public to remain calm during these breaks and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. Aber ich will für Sex kein Geld nehmen. Was? What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate, or so my wife tells me. So, haben wir das erstmal alles verbunden? Good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. We're live, and we're getting reports about a traffic somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched. An sich wäre ein Kreisverkehr da auch gut. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while. So viel übrigens zu Copy-Paste-Funktionen wären richtig gut. You already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Aber ich bin dafür eigentlich zu doof. So. Moment, am Zellenraster, ja, Hilfslinie nicht. Und die Ecken. Oh nein, der ist schon zu groß und krumm. Mach doch ein großes Doppel-U. Moment, was war der Unterschied? Definiere einen Anfangs- und Mittelpunkt und ziehe eine Kurve. Ziehe sie anschließend erneut, um einen Endpunkt festzulegen. Hilfe!
würde sagen, dass der Kreisverkehr 32 Meter breit hat. Oder sogar noch weniger. Haha! Haha! Ein Kreis! Look at my Kreis. My Kreis is amazing. Naja, ist ja nur für den kleinen Kram hier unten. Ist beabsichtigt, dass es zwei Einbahnstraßen sind? Bestimmt nicht. Einige gehen in die falsche Richtung. Jetzt zeigt das auch richtig an. Hat mich schon gewundert, dass die Kurven da so scharf sind. Aber ich habe es zu weit rechts gesetzt. Also aus dem Weltraum siehst du es leider. Dass es nicht so gut ist. Das ist kein Penis. Das ist ein Hoden. Entschuldigung. Dann habt ihr schon mal eine Verbindung. Wir haben zu wenig Wasser. Aber sieh mal eine an. Hier ist auch eine unterirdische Quelle, die wir anzapfen können. Man könnte auch Wasser aus dem Meer nehmen, aber ekelhafter pinkeln Fische rein. Ich denke mal, dass das gerade hier problematischer ist, nicht wegen meinem Aufbau, sondern wegen den Unfall. Ja. Jetzt löse ich den Stau ein bisschen. Und ja, ich habe die Abfahrt und Abfahrt zweispurig gemacht. Weshalb das natürlich nicht vernünftig hier übergeht. Von der Spuranzahl. Ja. So, die Verbindung steht. Haltung annehmen. Nee, du lass mal. Eigentlich nur am Optimieren immer. Willkommen bei City Skylines 2. Wichtig ist nur Optimieren, alles andere ist irrelevant.
keine Lust, das wieder überirdisch zu machen. Sieht hässlich aus, überirdisch. Überirdisch, überirdisch. Gute Nacht, Vossstern. Schlaf gut. Ah, wir haben schon 11 Uhr. Ja, die Zeit vergeht. Ach, du willst mich doch veräppeln. Wasser wird da auch transportiert. Warum kommt da kein Strom? Jetzt. Und gleich können wir uns auch wieder um die Bedürfnisse unserer Leute kümmern. So, Wasser, Abwasser wird rübergezogen. Strom kommt. Keine Ahnung, von den Gleisen. Ja. Anscheinend. So, Lopo, die beste Firma für Erdöl. Gemüse, Common Grosset, sind übrigens auch nur ein paar Firmen. Bei der Wasseraufbereitung dreht sich alles um die Verarbeitung und Reinigung von Abwassern. So, Tiefgaragen freischalten. Okay, jetzt fehlt mir das für die U-Bahn. Können wir die Universität noch freischalten? Weißt du, was ich gerade sehe? Da ich diese Außenstrecke hier komplett abreißen kann und ich kann ich hier mit meiner Doppelstrecke den verbinden. Da habe ich diesen ganzen Untergrundweg hier außenrum weg. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. Bauholz wird importiert. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim.
We'll be back after this. Industry in the region is on the rise, and when business... Ach, Kunststofffabrik brennt, das macht doch nix. There's no sinking this boat, Glenda. Hallo, Fantasy World. Shit. Ich habe mein erstes Vorortgebiet jetzt auch schon zum Medium Density Gebiet gemacht. Aber schön, wie der Wald wirklich abgeholzt wird. Also die großen Bäume fallen immer weiter weg. So, budgetmäßig sind wir aber komplett im Plus. Das ist doch schon mal ganz schön. Ach, ich weiß, was für ein Holz wir importieren. Bauholz. Weil unsere Industrie einfach zu klein ist. Ja, ihr seid gerade überfordert. Ach, dass der Verkehr von unten kommt. Ach komm, ich leg das direkt da rein. Mal gucken, was passiert. Alle Autos sind weg. Verdammt. Da ist das verkehrt rum, drehen wir noch kurz um. Auf die Dreierspur. Auch wenn die Biegung ein bisschen scharf ist.
Ach. Da ist ja noch ein Stück Straße unter der Erde. Da wollte ich ja mal eine Unterführung machen auf die andere Seite. Aber wir sollen gefälligst Autobahn fahren. Du kannst das übrigens nicht so rechnen, da ich jetzt 33 Stunden brauchen würde, um 100.000 Einwohner zu erreichen, weil vor allem große Wohnhäuser im nordamerikanischen Stil jetzt gebaut werden können und die können richtig Leute reinballern. Das ist eine Sache, es geht halt später schneller mit dem Wachstum der Stadt. Moment, hatte ich denn die Schiffsfahrt schon freigeschaltet? Nee. Doof. Amerikanischer Wachstum ist deutlich schneller als deutscher Wachstum. So würde ich das nicht sehen. Nee, du wirst ja auch keine Millionenstadt aufbauen können. Das tut mir leid. Weil die inzwischen so kleinlich im Runtersimulieren sind. Also ich wüsste nicht, wo die Performance herkommen sollte. Eine ganze unterirdische Scheiße, den ich aufgebaut habe. Alles unnütz. Deshalb meine 36.000 Stadt habe ich auch an einem Abend gemacht. Also beziehungsweise nach dem Stream in den Mitternachtsstunden. Die sieht halt vom Aufbau auch ganz anders aus. So, wir verdienen richtig viel Geld. Wahrscheinlich wegen Rohöl. Nein, das wird ja alles industriell verarbeitet. Moment, was fehlt noch? Nutzt viel, sind nur 102 Tonnen. Dann ist das andere fruchtbare Gebiet von hier noch erschließen. Die Stadt braucht ja gerade keine Pflege.
Übrigens auch so eine Sache, was ich nicht 100% verstehe. Dass sie hier anfangen zu sagen, okay, wir machen alles mit Zonen, aber Industriegebiete sind, sag ich mal, so Areale, die du selbst absteckst. Denkst dir auch so, warum macht man nicht auch einfach, es wird halt in einem gewissen Kreis, wird das erschlossen und darauf werden dann die Produktionsstätten gebaut. Warum mache ich einen Zaun? Ich kann doch auch einfach bei solchen Sachen einfach drüber bauen. Dann, wenn es mir nicht gefällt. Ich werde doch eh immer versuchen, das Maximum rauszuholen. Aus dem Areal. Das produzieren wir fast alles in unserem Gebiet selbst, was wir für unsere Industrie benötigen. Was sagen denn die Umsätze? Industriegewinn 33%, Gewerbe 88%, Bürogewinn 99%, warum auch immer. Wahrscheinlich Silicon Valley. Der Börsencrash ist vorprogrammiert. Und man sieht man schön, wie das Abwasser alles verpestet. Geil auch übrigens, es gibt wohl einen Abwasserexport, aber dafür gibt es gar keinen Anschluss. Am Rand der Karte. Da haben sie wahrscheinlich auch gedacht, vielleicht eines Tages. Haben wir schon mal vorbereitet. During these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Manche spielen lieber ästhetisch. Ach so. Dann finde ich aber auch das abgesteckte Gebiet nicht ästhetischer. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. Es ist alles subjektiv. Most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soulful cans. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Ah, thanks, Jim. Habt das gesehen? Jetzt gibt's hier immer so Herzchen. We're live and we're getting reports about a bei Fresh Pots. Na, jetzt sind sie weg. Da habe ich auch noch nicht rausgefunden, wofür die sind. Ich habe die Entwickler gefragt im Discord-Channel. Da hat keiner darauf geantwortet, wo diese Herzchen herkommen. Da habe ich erst gedacht, okay, vielleicht sind das Leute, die auf die Tweets liken, aber es ist ja auch Schwachsinn. Die Stadt hat die beste Internetanbindung aller Zeiten. Ich kann alles runterladen, was ich will. Porn, Porn. Der Internet ist vor Porn. Da sind auch wieder die Herzchen. Wir haben für Herzchen zusammengelegt. Massenkarambolage.
Polizeiauto sichert Unfallstelle von Brücke aus. Aha. Nimm mal die Fabriken hier weg. Chase Beispiel will zum Gewerbegebiet nämlich rüber. Zug habe ich freigeschaltet. Wir könnten Warentransportzug anfangen. Wobei das auch nichts Schönes ist. Oh mein Gott! Das Spiel ist weiß. Weiß warum? Weil Schnee, es ist Winter. Superbrain! Ein großes Gebäudekomplex zum Abstellen und Rangieren von Zügen. Das ist übrigens noch nicht der Bahnhof, deshalb kann der irgendwo hin. Eigene Anlage zur Beschleunigung der Zugwartung. Das andere ist zusätzliche Gleise, um die Kapazität zu erhöhen. Wobei ich denn der Grundkapazität schon sehr groß finde. So, jetzt kann sie mich die Bahnhöfe bauen. Wobei ein Bahnhof hier so ein Brocken ist. Und eine Güterstation so ein Brocken. Das Beste noch, eine Güterstation ist kein Durchfahrtzug. Oder? Nee. Es ist halt immer ein Endbahnhof, Güterlieferungen. Denkst du ja auch so, wer kommt noch sowas? Die Straßen sind beheizt, natürlich. Das ist die Abwärme vom Sommer. Die wird nach und nach abgegeben. Thank you.
Aber Züge können wenigstens auf den Strecken drehen. Durch ein Transportwesen reinklicken. So, damit wir dann ein Kreuz haben. Zu spät angefangen mit der Steigung. Wobei ihr genau gesehen habt, der Brücke geht's doch gut. So, wieder runter auf 0 Meter. Jetzt sollte alles verbunden sein. Depot muss noch verbunden werden. Aber nur an einer Stelle sind natürlich mehr Schienen da, als man benötigt. Gibt es eigentlich Angestellte hier? Naja, 6 von 8. Ist ein bisschen ein komplizierter Arbeitsweg, aber kriegen sie hin. So, jetzt können wir eine Lastenroute machen. Ausgehend vom Güterwaggon hier. Beziehungsweise, blub. Hier muss eine Doppellinie. Kleinen Fehler gemacht. Sehr schön. Und ist übrigens nicht sicher, ob da großartig was hin oder weggeliefert wird. Ist halt Try and Error. Jetzt macht der Route. Ah, richtig gut, das so braun anzuzeigen. Hast schon gesehen, dass der da unten gewartet hat.
Und dann kannst du theoretisch hier reingucken und schauen, wie viel Fracht gerade transportiert wird oder wie stark das genutzt wird. Ja, wir haben eigentlich 600 Tonnen Fracht hier. Und bei Klutern, wo der hinfährt, sind 60 Kilotonnen. Es gibt nämlich dann kein wirkliches, weiß ich nicht, was bedarfmäßig oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen merkwürdig. Machen wir die Kreuzung ein bisschen größer. Moment, machen wir hier direkt ein zweites Gleis dazu. Ja, immer mit eurem Schöner machen. Authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Second Moon Radio with your host, J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second chance to hear the music of yesteryear. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use. Shit. Jetzt bin ich zu nah dran. Düdüd, ich würde auch sagen, dass die Geschichten etwas rudimentär sind, womit man hier die Kreuzung macht, etc. Oh, jetzt macht er die Route natürlich so, weil es nicht anders geht. So bekommen die Züge bestimmt besser klar. Naja. Ja, bitte löschen. Weil ich möchte die Route von hier aus machen. Übrigens total geil, die Strecke braun auf braun zu machen. Hammer, oder? Siehst du den braunen Abschnitt auf der braunen, auf dem anderen braunen Zeug?
habe ich es farblich auf rot geändert, damit wir was sehen können. Das war aber die Standardeinstellung braun auf braun. So, zwei Linien, Güterroute 1, Güterroute 2. Fahren eigentlich auch vor und zurück. Der fährt ja jetzt rückwärts nach hinten. Aber geht halt wohl nicht anders. Aber wenigstens gehen die Routen nicht verloren, nur weil dabei mal was abreißt. Ja, Tiefgaragenparkplatz geht da jetzt. Wobei, wir sind bis jetzt auch ohne Parkplätze ausgekommen. Vor allem, dass sich die Leute so über zuverlässiges Postwesen freuen, ne? Das bringt einfach mal 8 Punkte, dass ich Leute Post sortieren lasse. Guten Abend, Sven. Oh. 800 Tonnen Fracht, Nutzung 33%. Zwei Züge in Benutzung. Kannst auch die Anzahl der Züge erhöhen. Wir lassen es aber erstmal standardmäßig auf 2. Das wäre ein zusätzliches Lager für Fracht. Tja, das wird unserer Industrie gut tun. Holt die Waren von der Straße. Die ab und zu mit dem Postwagen da langfahren. Nicht genügend Arbeiter. Natürlich auch eine Arbeitsstelle, die relativ weit weg ist. Sehr gut ausgebildete Leute haben wir nicht, weil
wir keine Universität haben. Wobei da auch inzwischen sehr viele zugangsberechtigt sind. Warum habt ihr jetzt das Abwasserproblem? Ach, weil da meine Abwasserpumpe ist. Hinter der Uni. Die ich jetzt gerade bauen will. Uni-Klärgrube. Oh, was ein Brocken. Der ist, wenn ich wollte, die passt da gar nicht hin. Zwangsräumung. Alles für die Wissenschaft. Oder so ähnlich. Ich wohne hier seit 20 Generationen. Kann nicht sein. Stadt gibt es erst seit 4 Jahren. Campus Kläranlage Süd. Immer diese Lügner. Na? Wir werden ein bisschen Land dazu gewinnen. Müssen wir mit dem Terraform-Tool machen. Weil ich gerade keine Lust habe, irgendwo anders die Uni hinzubauen. Also schon, dass die anfängliche Pinselstärke so hoch eingestellt ist. Nämlich viel zu hoch. Ach, weil da unten der Wechsel auf die andere Straße, also Straßengröße ist. Universität. Was hast du für Erweiterungen? Universitätspark. Erweiterungsflügel für mehr Klassenräume. Universitätsbibliothek, die die Abschlussrate der Studenten erhöht. Alles irrelevant. Kippen wir noch ein bisschen Erde auf. Ach, diese tiefen Entspannung. Wir haben schon wieder über eine Stunde. Wobei, stopp. Die Erweiterung von der Uni baue ich eh nicht. Also doch die eine, aber nicht die Parkanlage. 20 Erholung Außenbereich, da können wir auch Parks bauen.
Das ist ja auch noch sowas, ne, dass diese Außenbereiche sowas Rudimentäres ist. Du musst noch Platz lassen für einen Fähranleger. Moment. Das kommt ganz woanders hin. For the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate das ist auch so geil area wieder. Due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. And on to our main feature story. The commercial district is booming. Juhu, unser erstes Hochhaus. Und da hängt, glaube ich, ein Flugzeug dran. Ah ne, das ist ein Kran. Der baut das zweite Hochhaus. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Parkplätze werden auch wirklich genutzt an Gebäuden. An den meisten. Business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. So, hier passen nämlich über 200 Parteien rein in ein Haus. Das ist halt im Medium Dense, wo wir, also Dichte, wo 40, 50 Haushalte drin sind, ist das nämlich schon ganz schön eine ganz schöne Änderung. Produktionsüberschuss, Produktionsdefizit, Produktionsüberschuss, Getreide fehlt. 200 anonyme fremde Menschen, die nichts miteinander zu tun haben möchten, ganz wie in der Realität. Es sind 200 Wohnungen, nicht nur 200 Menschen. Ja, aber damit sind wir am Ende von diesem Part auch. Unsere Hauptinnenstadt wächst und gedeiht. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal öffentlich Verkehrsmittel einführen. 60% Verkehrsfluss ist zwar immer noch okay. Vor allem haben wir wahrscheinlich ein bisschen vom Warentransport von der Straße runtergeholt. Ja, 6 Tonnen. Güterverkehr. Wobei die Güterroute 2 gar nichts bringt. Dabei steht hier Güterstation 4500, das ist unsere Güterstation. Auf der anderen Seite 60 Kilotonnen. Und hier ist keine Fracht drauf. Komisch. An der Stelle, wie gesagt, wieder Break.